dann halt nicht. So, aber wir wollten jetzt uns mal ganz feuchtfröhlich, was? Diese Karte hier wieder entfernen. Und die, tatsächlich antike Lampe da rein tun. Die tatsächlich einen nennenswerten Effekt für uns hat. Nicht diese, sondern die andere Lampe. Wo ist sie denn? Nein, 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 nein. Achso, ja, den wollte ich eigentlich auch raus tun. Die können wir auch raus tun, weil wir spielen ja nicht mehr gegen Medikiv. Da können wir die... Warte, was? Warum habe ich die zweimal? So, da können wir die rein tun. Und... Okay, das sind Karten, die ich nicht besitze. Wo ist denn die Lampe? Ich bin dann so dämlich, dass ich die Karten hier nicht finde. Antike Lampe. Kann man das irgendwie sortieren? Dein Deckmann ist ein Fantasie. Das wollte ich nicht. Wo ist denn jetzt die antike Lampe, die ich gekauft habe? Die kann man doch gar nicht übersehen. Aber anscheinend schon. Wo ist die? Ah, da. So. Gut. Okay. Ich habe keinen Yami, das ist doof. Okay, die Guts sind alle weg. Brücke, nein. Kunst. Oh mein Gott, die mystische Musik. So, speichern wir nochmal. Jetzt gucken wir mal. Nochmal. So, bla bla bla. Jau, erzähl mir nochmal 20.000 Mal die Geschichte hier von den Yu-Gi-Oh! Karten, die sowieso jeder kennt. La ba 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 la ba. So. Ich muss mich mit dir duellieren, um dich deiner Stärke zu gewinnen. Ja, ich bin aber nicht stark, weil ich habe schon 20.000 Mal gegen dich verloren. Ja, gut. Okay. Ich sag gar nichts mehr. Ich glaube, ich mach das so. Der ist dunkel, aber der hat nur 1.000 Angriffspunkte. Und der hat auch 1.400, das heißt, ich habe keine Chance mehr. Ah, cool, der kann mich. Warte mal, dunkel zerstört Licht generell? Oder was? Okay, nice to know, würde ich mal sagen. Gut, wir müssen aber irgendwie jetzt mal vielleicht ein bisschen hier verteidigungsmäßig was aufbauen. Ah, cool, reißendes Attribut, das ist schön. Aber, obwohl, warte mal, da kann ich eigentlich das hier... Nein, ich werde erst das tributieren und das beschwören. So, sein Elf ist ja, also ihr Elf ist ja weg. Das heißt,
Da wird jetzt vielleicht nicht mehr so schnell irgendwas kommen, was meine Mods zerstören kann. So. Und dann trotzdem Doran Effekt. Das ist immer noch eine mit der besten Karten. Ne? So. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Tschüss. Siehst du, so läuft das doch gleich für dich. Es hängt alles von den Handkanten ab. Von dem Herz der Karten. Okay. Und das bringt dir jetzt was. So, und tschüss. So. Hey, yeah, yeah. Siehst du, so geht das. Yeah, wir haben wieder Geld bekommen. Cosmo-Königin. Eine vornehme Dame mit riesiger Macht. Das heißt, sie herrscht über alle Sterne und Planeten. Eine Gottheit? Eine Gottheit. Eine Gottheit. Okay. Ja, die Gerüchte sind wahr. Du bist wirklich stark. Vielleicht kannst du dem verrückten Plan meines kleinen Bruders ein Ende bereiten. Mein kleiner Bruder, du hast schon von ihm gehört. Ein Mann namens Mark Ishtar. Schau bitte noch einmal auf die Malerei. Erkennst du die drei Tafeln? Sie stellen die drei seltenen ägyptischen Götter dar. Dass sie häufig als Fata Morganas gelten. Natürlich sind auch ihre Karten äußerst selten. Jeder, der alle drei dieser mystischen Karten sammelt, erbt angeblich die Legende ewiger Unbesiegbarkeit und den Titel Dual King. Jede Karte verkörpert ungeheure Kräfte. In den falschen Händen könnte diese Macht verhängnisvoll sein. Mein Bruder, Marek Ishtar, hat sein Herz dem Bösen geöffnet. Er beauftragte die Ghouls, seltene Karten zu suchen, in der Hoffnung, die Götterkarten zu finden. Ich muss ihn unbedingt aufhalten, also vertraue ich dir sogar eine der drei Karten an. Die einzige Götterkarte, die in Ägypten blieb. Zuerst musst du dich aber noch einmal duellieren. Mit Seto Kaiba? So sollte es also kommen. Du bist mein Test, aber ein Duell. Und meine Götterkarte, amüsant. Abschaum wie du, bist mir nicht gewachsen. Vergib mir. Ich habe dich zu diesem Test bewogen, aber ich brauche Beweise. Beweise, dass du der Götterkarte würdig bist. Beweise, dass du die Macht hast, das Böse zu besiegen. Die Karte wird mich wählen. Aufgepasst. Ich will speichern. Was soll denn das? Wieso soll ich denn jetzt zweimal die hintereinander besiegen, ohne speichern zu können? Da muss ich ja jetzt auf meine Hand vertrauen, Alter. So, Seto Kaiba. Ich glaub's auch. Der hat doch gleich im ersten Zug 3000 ATK auf dem Feld, Alter. Der bringt's auch gar nicht. Na gut, wenigstens haben wir reißenden Tribut. Aber wir haben noch Scheiße. Aber wir können wenigstens... So. Das heißt, wir können wenigstens 1800 Angriffspunkte. Was? Leck mich doch am. Hey. Ja, okay. Ich glaub's auch. Wie soll man denn gegen den gewinnen, Mann? Vielleicht soll man gar nicht gegen den gewinnen. Das wird nicht ausreichen. Naja, wenigstens für eins. Wow, ich habe ihm 100 Schaden zugefügt. Ja, 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 okay, ich hab's ja verstanden.
kann mich trotzdem noch besiegen, auch wenn ich seinen Drachen weggehauen habe. Selbst wenn ich jetzt Sogen aktiviere, ist es so, dass seine Monster immer noch viel zu stark sind. Ich habe keine Schnitte. Ich habe keine Schnitte. Oh. Elfendrache oder mystischer Reiter. Der ist dunkel, der kann nicht von dem Licht angegriffen werden. Hey, wir haben ein starkes Monster auf dem Bild. Vielleicht reicht's ja aus, um ihn zu besiegen. Wenn ich dann nochmal was ziehen würde, was vielleicht keinen Tribut braucht. Ja, sowas zum Beispiel. Was ist mit dem anderen? Es ist... Ich hätte anders malen sollen, aber... Ah, guck mal, was Schönes. Das sieht gut aus. Für uns jetzt. Trotzdem noch. Oh, was ist das? Feuer? Wieso? Achso, weil es 1700 hat. Ich bin gerade gewundert. Was? Ist auch weg. Er wird vielleicht nicht angreifen. Okay, doch. Trotzdem irgendwie gerne mal was ziehen, was keinen Reboot braucht. Weil so kann das nicht weitergehen. Ja, ganz schön. So muss das. Also dieser Djinn ist echt gut. Also wirklich. Und ist tot. Bam, wir haben Seto Kaiba besiegt, Alter. Yeah, was machst du jetzt, Kaiba? Wir sind ultra stark. Okay, lassen wir das. Aber ich freue mich gerade, Alter. Vor allem, weißt du, so ein Bandit Keef. So, weißt du, so eine Stunde an Bandit Keef hängen und jetzt so gleich beim ersten Duell einfach Seto Kaiba zerstören. Ich glaube, das liegt aber an diesem mystischen Djinn. Das ist echt... Also, an den, der den Tipp gegeben hat, ich bedanke mich. Das ist auf jeden Fall nice und ich hätte früher darauf reagieren sollen und nicht die falsche Lampe kaufen sollen. Also, ja, ich bedanke mich. Okay. Letzter blauäugiger Drache. Ja, gut, den gibt er mir einfach so. Hier... Er wird aus drei blauäugigen weißen Drachen gebildet. Ja, als ob man die auf dem Feld hätte. Grrr, verloren? Gegen Abschaum wie dich? Wie nachlässig von mir. Aber ich werde auch ohne Götterkarte gewinnen. Ich siege im Finale und werde Duel King. Beim nächsten Mal wird das Duell anders enden, Elonair. Easy. Mein Glückwünsche, Elonair. Ich vertraue dir eine der ägyptischen Götter an. Obelisk, den Peiniger. Bitte nimm die Karte und halte meinen Bruder auf. Er will die Macht der Karten dazu nutzen, seine Rachegelüste gegen die Welt zu befriedigen. Wenn er alle drei Götterkarten bekommen sollte... Doch zum Glück wurdest du auserwählt. Bitte enttäusche mich nicht. Du hast Obelisk, den Peiniger, bekommen. Da-da-da-da. So, tschüss.
Leute, wir werden speichern. Vor allem, ich habe immer Angst beim Speichern auf Laden zu drücken und dann eine ganze Kacke nochmal zu machen. Okay, hier ist nichts. Gar nichts. Oh, guck mal, ein Stuhl können wir da hin. Okay, da können wir auch nicht ran. Okay, dürfen wir auch nicht hin. Da dürfen wir auch nicht hin. Okay, das heißt, wir dürfen gar nichts. Gut. So, gehen wir mal zum Kartenladen zurück. Oder können wir... Uhren vom Platz. So. Moment, wir gucken mal kurz. Deck. Stamm. Und jetzt überlegst du den Peiniger. Oder dürfen wir den uns nicht ins Deck packen? Wo ist er, der Herr Obelisk? Ah, da ist er. Monster, das alle Monster auf dem Feld des Feindes töten kann. Gleichzeitig fügt es dem Feind Schaden von 4000 Life Points zu. Okay, das ist zwar nicht der reale Effekt, aber ich will mich nicht beklagen. Ich muss zwar drei Monster als Reboot anbieten, aber lohnt sich irgendwie. Warte mal. Wie kann ich denn die... Das heißt, sie herrscht über alle Sterne und Planeten. Okay. Ja gut, wir werden erstmal Deck. Was nehmen wir raus? Irgendwas Schwaches. Also was wirklich Schwaches hier noch. So von den 650er Karten. So, und dann kommt der Obelisk. Geh zu Deck. So. Oh, wir haben 280 Punkte. Naja, ich will aber sowieso ein neues Deck komplett neu machen. So. Ich will mal kurz was trinken wieder. So. Gut. Hey! Ja, dann, wir warten schon auf dich. Endlich habe ich meine sechste Locator-Karte. Okay, schauen wir, wo das Finale stattfindet. Wo ist das? Im Stadion? Das bald eröffnet werden soll? Da findet das Finale statt? Okay, gehen wir.